Ja, hallo liebe Mitraucher auf YouTube. Ich melde mich ein bisschen spät, aber nichtsdestotrotz, wie versprochen, mit einem Pfeifenrückblick 2011 und wünsche jetzt in diesem Sinne allen noch ein schönes neues Jahr. Ja, mein Pfeifenjahr 2011 war nicht allzu ereignisreich. Und stand, würde ich mal sagen, hauptsächlich unter dem Thema, wo habe ich es denn? Tabak. Und Tabak. Und Tabak. Ja, also ich habe mir wenig neue Pfeifen angeschafft, dafür sehr, 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 sehr viel neuen Tabak und ausprobiert, rumprobiert. Ich rauche ja jetzt erst seit ja, 2,5, 3 Jahren Pfeife und bin da immer eben noch sehr neugierig. Hab aber das Problem, wenn man das so sagen kann, dass ich so im Schnitt in der Woche vielleicht 5 bis 6 Pfeifen rauche. Ja, dann könnt ihr euch vorstellen, wie lange das dauert, bis man in der Geschwindigkeit dann die ganzen Tabake auch verköstigt hat. Deshalb habe ich Unmengen von Tabak zu Hause, die ich dieses Jahr alle mal aufrauchen muss. Ja, Pfeifenanschaffungen habe ich mich dieses Jahr ziemlich zurückgehalten. Ich habe jetzt im Endeffekt ja auch einen Grundstock von Pfeifen, wo man sagen könnte, damit kann man, also jetzt auch gerade ja, bei der geringen Menge an Pfeifen, die ich rauche, wunderbar auskommen. Und außerdem habe ich neben dem Pfeifenrauchen auch noch ein anderes Hobby, was oder andere Interessen, die auch recht kostspielig sein können. Nämlich in diesem Jahr war es dann wieder mal fällig, Tätowierungen. Ja, und wer sich da ein bisschen mit auskennt, der weiß, so eine Tattoo-Session, da ist man ganz schnell mit 200-300 Euro dabei. Und in diesem Jahr habe ich eben sehr viel machen lassen. Das wird in diesem Jahr, im letzten Jahr, es ist ja schon Januar, naja, egal. Im letzten Jahr habe ich da sehr viel machen lassen. In diesem Jahr wird da auch noch einiges kommen. Da muss ich auch schon ziemlich viel sparen, wenn ich mir das leisten möchte. Und da bleibt eben nicht so viel übrig, was ein bisschen schade ist. Ich habe jetzt im letzten Jahr sehr viele interessante YouTube-Videos gesehen, also vor allem vom Ralf, vom Yogi, aber auch vom Jan, zum Thema deutsche Pfeifenmacher, Freehands, und fand doch das sehr, sehr interessant und auch die Pfeifen, die ich mir da angeschaut habe, die da vorgestellt worden sind, sehr ansprechend und man muss jetzt auch mal sagen, preislich wirklich absolut in Ordnung. Trotzdem, eben aus diversen Gründen, mein Budget für Pfeifen liegt in der Regel eben für unter 100 Euro pro Pfeife. Da kommt man eben mit Freehands dann auch nicht so weit. Das ist jetzt aber nicht so schlimm. Ich habe mir das alles gemerkt, schaue immer mal wieder auf die entsprechenden Homepages der entsprechenden Pfeifenmacher und guck immer mal wieder und es wird sich bestimmt mal die Gelegenheit ergeben, wenn ich wieder ein bisschen was angespart habe oder mal vielleicht ein großzügiges Geschenk von der Tante fällig war und dann leiste ich mir auch eine entsprechende Freehand. Trotzdem habe ich mir trotz der ganzen Tabakkäufe auch dieses Jahr ein paar Pfeifen angeschafft. Halt welche, die jetzt nicht so teuer sind. Da haben wir einmal, die habe ich im Internet entdeckt, die Jolly Roger. Kommt im schicken Kästchen nachher. Von dem Pfeifenmacher Wallenstein. Der ist ja jetzt eher bekannt für ziemlich ausgefallene Pfeifen. Meistens Blowfishs oder ähnliche Formen. Mit ziemlich abgefahrenen Oberflächenbehandlungen, die sehr warzig aussehen, irgendwie urig, so als ob sie irgendwo gewachsen wären und einfach nur geerntet worden sind. Ich finde die extrem toll, die Pfeifen.
und ansprechend, aber das ist überhaupt nicht meine Preiskategorie. Deswegen habe ich mich gefreut, als ich die hier gesehen habe. Ich nehme mal stark an, da stand nicht so viel dazu bei, nur dass sie von Wallenstein ist. Ich nehme trotzdem mal stark an, dass das eher eine Serienpfeife ist, die nach seinen Maßgaben gefertigt wurde. Ich finde aber das Shape trotzdem schon sehr, sehr schön. Jetzt eine einfache Ausführung kostet dann etwas über 70 Euro. Das war jetzt mal so eine Preiskategorie, wo ich eben auch mal zulangen kann. Kommt mit einem schwarzen und einem weißen Mundstück daher, Acryl beides. Beide Mundstücke mit so einem, was man hier auch eben auf dem Säckchen bzw. auf der Schachtel sehen kann. So ein bisschen größer. Ja, so einen stilisierten Totenkopfmotiv. Das ist natürlich auch ein bisschen hip und witzig. Ich fand das ganz nett. Pfeife hat jetzt ein eher kleines Füllvolumen, finde ich. Also ist sehr, sehr eng von der Öffnung her. Wenn man das hier so, soweit man das hier sehen kann in dem Licht. Das finde ich aber auch ganz angenehm, weil die meisten Pfeifen, die ich habe, ja eher ein etwas, ja mal, gutes, mittleres Füllvolumen haben. Und das ist dann eher so ein Pfeifchen, was ich mir anstecke, wenn ich jetzt so abends jetzt eher nur mal kurz ein bisschen was rauchen will. Also was ist für so ein Stündchen oder so. Ist das ganz angenehm. Dann habe ich mir außer Tabak hier bei meinem örtlichen Pfeifenhändler noch diese Molina gekauft. Die habe ich mir kurz vor Weihnachten selbst geschenkt. Das ist jetzt eher so ein klassisches Shape. Ich kann das schlecht sehen auf dem Display. Ich hoffe, das kommt jetzt einigermaßen rüber. Die fand ich halt einfach sehr schön. War auch, muss man dazu sagen, ziemlich günstig, fand ich jetzt. Und so eine schlichte schwarze Pfeife hatte ich bis jetzt noch keine. Und man muss dazu sagen, sie raucht sich wirklich ganz hervorragend. Also da ist jeder Cent gut angelegt. Ja, noch ein bisschen Tabak. Pfeifenärgernis ist eigentlich was, was mich schon seitdem ich Pfeife rauche, ärgert. Immer mal wieder. Dieses Jahr hat es mich halt noch mehr geärgert. Das hat weniger mit den Pfeifen selbst zu tun, sondern mehr mit diesen hier. Ja. Ja, alle kennen das. Die hier, die funktioniert man. Das hier, das funktioniert manchmal, ne? Wenn man Glück hat. Das liegt jetzt übrigens nicht daran, wenn jetzt irgendwelche Schlaumeier dabei sind, dass ich sie nicht richtig befüllt habe. Nein, es ist halt einfach. Ja, das ist jetzt der Vorführeffekt. Jetzt geht es mal wieder ein bisschen besser. Das hier habe ich mir vor ein paar Wochen gekauft. Da ist dann nach ein paar Mal benutzen hier dieses Verstellrädchen direkt abgegangen. Auch das funktioniert nur gelegentlich, wenn es dann mal Lust hat und nie, wenn ich draußen bin und dringend ein Feuerzeug brauche. Ich weiß, das sind relativ einfache Feuerzeuge, aber ich finde, also das hier zum Beispiel kostet so um die 8 Euro und ich finde, 8 Euro würde ich jetzt mal erwarten, dass so ein Feuerzeug dann vielleicht mal ein halbes Jahr wenigstens hält, ja. Ich hatte mir dieses Jahr dann deswegen auch ein etwas besseres Feuerzeug angeschafft. Hier, das ist das hier, das ist Cozy oder Cozy nennt sich diese Marke. Ist ein eher mittelpreisiges, aber halt schon ein bisschen edler, auch mit Garantie und allem drum und dran. Und auch das hat jetzt vor Weihnachten angefangen, Zicken zu machen, ja. Jetzt geht es wieder ein bisschen besser. Ich war im Laden. Da hieß es dann, ja, der Feuerstein hat sich verkeilt. Jetzt habe ich einen neuen Feuerstein reingemacht. Aber auch das funktioniert nicht mehr so fluffig, wie ich das eigentlich am Anfang ja, gewohnt war und weshalb ich mir das auch gekauft habe. Und das nervt ziemlich. Ich bin deswegen in diesem Jahr wieder ganz stark auf diese hier zurückgekommen. Das ist, wenn man zu Hause oder in irgendwelchen Innenräumen raucht, auch okay. Also
funktioniert eigentlich am besten. Aber wie gesagt, wenn man dann draußen ist, ist es dann einfach meistens zu zugig für für Streichhölzer. Und wenn dann das Feuerzeug, das man sich mitgenommen hat, nicht funktioniert, oder beide Feuerzeuge, die man sich mitgenommen hat, nicht funktionieren, dann ist das schon, finde ich, ziemlich ärgerlich. Ich habe da jedenfalls noch nicht so die optimale Lösung gefunden. Und ja, ich weiß, es gibt die Old Boys, auf die alle schwören. Da habe ich auch mal nachgeguckt, aber ganz ehrlich, um die 80 € für ein Feuerzeug, das ist auch nicht meine Preiskategorie für so einen Gebrauchsgegenstand. Übrigens hier noch ein bisschen Tabak. Tja, ansonsten, was gibt es noch zu erzählen? Ich hatte in diesem Jahr, so Anfang des Jahres, mal eine Phase, wo ich gut 2 Monate überhaupt keine Lust hatte auf Pfeife. Ich weiß nicht, ob euch das schon mal vorgekommen ist. Ich war fast ein bisschen erschrocken. Ich rauche ja noch nicht so lange und habe schon gedacht, okay, das war's jetzt. Du hast dir die ganzen Pfeifen umsonst angeschafft. Jetzt hast du keine Lust mehr drauf. Schmeckt dir nicht mehr. Das war aber nach diesen 2 Monaten irgendwann wieder vorbei. Und als ich mir dann eine Pfeife wieder angesteckt habe, hat die auch wieder geschmeckt. Und im Moment rauche ich auch wieder mehr. Also ja, fand ich jetzt einfach nur skurril. Weiß ich nicht, wie es euch damit geht, ob ihr das kennt, ob ihr auch so Phasen habt, wo ihr euch Pfeifen ansteckt, die ihr normalerweise super gerne raucht mit eurem Lieblingstabak und einfach nur denkt, keine Ahnung, was das war, woran es lag. Noch ein bisschen Tabak. Ansonsten habe ich dieses Jahr sehr viel Tabak in der dänischen Richtung probiert und da wirklich ganz vorzügliche Tabake auch gefunden und bin da sehr gespannt, was sich jetzt im neuen Jahr da ergibt. Ja, aber für 2012 muss erstmal dieser Tabakberg bewältigt werden. Ich habe hier Einfuhrstopp. Das fällt mir sehr schwer, weil ja, ich sag mal, gefühlt wöchentlich ein spannendes Review auf YouTube läuft mit einem neuen tollen Tabak, den ich auch gerne probieren würde, aber das geht halt im Moment nicht. Ja, mal schauen. Vielleicht hilft mir da mein neuer Pfeifenfreund, den ich auch dieses Jahr kennengelernt habe. An dieser Stelle herzliche Grüße an den Simon, falls er das sieht. Den habe ich über meine Mitbewohnerin kennengelernt und ja, der war irgendwann zu Besuch und packte seine Pfeife aus und dann stellten wir beide fest, dass wir beide Pfeife rauchen, was ich vorher nicht wusste. Und ja, an dieser Stelle, lieber Simon, wir machen das auf jeden Fall. Ja, wir treffen uns und machen ein oder mehrere nette Pfeifenabende und dann können wir das hier alles zusammen gemeinsam aufrauchen. An dieser Stelle verabschiede ich mich und ja, wünsche euch allen ein schönes Jahr 2012 und raucht schön fein alles auf, damit auch beim Weltuntergang kein Tabak mehr übrig ist. Tschüss!